Gerade hat sie mit El Santo in Aachen gezeigt, dass sie es wieder einmal geschafft hat, ein Weltpferd ganz nach oben zu bringen. Grund genug für den St. Georg, einmal bei Isabel Wert nachzufragen, welche Talente bei ihr im Stall in Lauerstellung stehen. Sie ist unglaublich charmant, sie ist leichtfüßig, sehr exaltiert in ihrem ganzen Auftritt und bildschön. Ein Pferd mit außergewöhnlichen Bewegungsabläufen und ja, eine echte Diva. Also ich glaube, man könnte sie so ein bisschen wie so ein Hollywood-Star zeichnen in ihrem Auftritt, in ihrer Exaltiertheit, in ihrem Hallo, hier bin ich. Das ist eine echte Lady. Bella Rose heißt die 7-jährige Stute, von der Isabel Wert nur schwärmen kann. Ihr Vater Bellissimo M. zählt zu den gefragtesten Dressurvererbern der Gegenwart. Mütterlicherseits führt die hochbeinige Stute den Anglo-Araber Cassier. Wenn die Stute mit dem hellen Schweif angaloppiert, muss ihre Reiterin sich anschnallen. Nur fliegen ist schöner. Der Galoppsprung ist einfach wirklich irre und diese Gehfreude, die sie hat, ist auch wirklich immens und ich habe sie noch nicht einen Tag müde oder unmotiviert erlebt. Stichwort erlebt. Es ist tatsächlich ein Erlebnis, dieses Energiebündel zu sehen. Die Stute verdankt sie übrigens ihrer Pflegerin Anna und ihrem jetzigen Reiter Matthias Bauten, der für die Züchter ritt. Da habe ich dann den Tipp bekommen, ich sollte mir doch mal so eine junge 3-jährige Stute anschauen. Und ja, und ich habe, als ich ankam, bin ich in den Stall und konnte schon so halb in die Halle linsen und habe sie schon an einer Longe dort traben sehen und hatte schon gleich, also richtig einen Hype, schon gleich so eine kleine Gänsehaut und dachte, boah, wenn das jetzt im Galopp gleich noch geht, dann ist das deine. Und ja, und dann war das wirklich ein beeindruckender Auftritt und das Pferd natürlich noch ganz grün und schmal und aber einfach toll in ihrer Erscheinung, in ihrem Bewegungsablauf. Und mein nächster Schritt war, Frau Winterschulze anrufen und sagen, Mado, ich habe ein super Pferd gesehen, die müssen wir unbedingt haben. Und Madeleine, wie sie dann so ist, hatte, ja, dann kauf sie, dann sieh zu. Und dann klappt es auch. Und wie es klappt. Die Grundschule? Kein Problem. Jetzt ist die hochtalentierte längst Gymnasiastin und steht vor einer Karriere, so dass man von gewaltigen Perspektiven sprechen muss. Das Abitur wird dann reine Formsache, denn die Stute hat Ehrgeiz. Den in die richtigen Bahnen zu lenken, ist Isabel Werts Hauptaufgabe. Mit Tempounterschieden, dem permanenten Wechsel zwischen Anspannen und Entspannen oder auch mit Seitengängen verfeinert Isabel Wert die Durchlässigkeit und kann dann schon für Augenblicke ganz besondere Momente zeigen. Eine S-Dressur gewonnen hat die Stute schon und auch Platzierungen in Qualifikationen zum Finale des Nürnberger Burgpokals kann das Paar schon aufweisen. Das erklärte Saisonziel ist diese Prüfung aber nicht. Ich lasse das auf mich zukommen, weil das wirkliche Ziel natürlich im nächsten Jahr eher vielleicht so ein bisschen Teschen Kasso Cup ist als vielleicht der 10. St. Georg. Denn es sind schon mal so 6-8 Einer gelungen und also ich habe mir jetzt eigentlich mehr vorgenommen, sie weiterzuentwickeln durch den Winter, als sie aufzuhalten mit St. Georg, weil man hat wirklich den Eindruck, sie möchte weitermachen und nicht bei Dreiern und Vierern warten, wann endlich es weitergeht. Also sie ist da echt ein bisschen drückend.